Hallo und zurück zu Let's Go Dr. Awesome. Wir schaffen es inzwischen, dass sich unsere Clients bzw. unsere Entities richtig in das große Framework des Spielers einfügen und so sichtbar werden bei anderen Rechnern. Das hatte ich ja in meinem Demo-Client schon eigentlich gut hingekriegt, aber jetzt haben wir es natürlich ein bisschen smarter gemacht. Jetzt sieht man eigentlich nur noch oder kriegt man nur noch Spieler mit, die in unmittelbarer Nähe sind, also in Sichtweite eigentlich. Und das spart ja ein bisschen Bandbreite, in der Hoffnung. Was aber noch nicht funktioniert, ist das richtige Positionsdaten übertragen. Im Moment ist es so, dass wir nur die Chunkwechsel mitkriegen, aber nicht die wirkliche Bewegung des Spielers. Weshalb wir in unserem Callback noch eine andere Möglichkeit eingebaut haben. Wo haben wir denn? Connection Callback. Wir hatten ja schon die Methode eingeführt, die ich suchen muss. Block Insert, Block Bla, Entity Insert, Remove, Update. Hier, diese Send Entity Update, die relativ generisch ist und uns einfach ein Data mitgibt. Das ist aber ganz praktisch, weil darüber können wir super generisch Daten verschicken. Das kann also auch kodiert sein, dass wir dann nachher drinstehen haben, wenn der Flag 1 gesetzt ist, dann sind da jetzt die Positionsdaten drin. Wenn der Flag 2 gesetzt ist, lalala und so weiter. Wir haben aber noch keinen wirklich smarten Mechanismus, um rauszufinden, ob es ein Entity-Update braucht oder nicht. Weshalb ich, und jetzt wird's hart, ich weiß, es pauschal in jeder fucking Update-Runde machen werde. Das wird erstmal viel, ich weiß. Aber wir können ja nach und nach optimieren. Also vielleicht bauen wir noch eine Sperre ein, die sagt einmal die Sekunde, zweimal die Sekunde, dreimal die Sekunde. Also dass die Updates selber entscheiden, wie oft sie selber kommen. Nee, nicht die Updates, aber dass wir auf jeden Fall die Möglichkeit haben, das ein bisschen einzustellen. Woher kommen die Updates? Letztendlich aus der Update-Domain, würde ich mal sagen. Weil hier drinnen führen wir ja die ganzen Spieler-Updates durch. Läuft also effektiv darauf raus, dass wir hier ein Update auf den Actor-Host machen und danach natürlich die Daten neu sind. Und dann könnten wir theoretisch an jeden einzelnen Client die Daten schicken. Das heißt, wir geben unserem Server wieder eine Methode, die da sowas wie Update-Entity oder so heißt. Internal Void Update-Entity. Und was wir da reingeben, ist eine Entity. Entity. So. Mehr auch nicht. Und jetzt kann ich aus meiner Update-Domain raus sagen, okay, der Actor-Host hat sich geändert. Also, lieber Server, mach mir ein Update-Entity auf Actor-Host-Player. Für die anderen Entitäten muss es natürlich eine andere Schleife geben. In dem Fall gibt es nur ein Update, wenn sich wirklich ein Update, also wenn wirklich ein Update ausgeführt wurde. Und in unserem Server machen wir jetzt wieder relativ straightforward das Ding, dass wir erstmal rausfinden, wo die Entity ist. Das wird spannend, weil das weiß ich eigentlich nicht so genau. Weiß der Server das? Möglicherweise nicht, ne? Achso, die Entität weiß das doch. Okay, wir ermitteln die Position. Das heißt, iChunk. Nee, erstmal nur eine Entity Coordinate. Ne, Position ist es ja. Dort steckt ja drinnen, welcher Planet und welcher Chunk. Chunk Index. Haben wir hier so eine Planet Position? Nee, Global Position. Block Position, Local Position, aber nirgends die Planet Geschichte. Gut, also wir brauchen eine Planet Index 3, Chunk Index nenne ich das mal, und da braucht es ein Planet. Das kriegen wir aus der Entity Position raus. Planet und einen Chunk Index, das ist Entity.Position Chunk Index. So, und jetzt brauchen wir alle Clients, die diesen Chunk hier abonniert haben. Also wieder das alte Spiel, Log auf Subscriptions. Und dann ein ForEach. Achso, wir müssen erstmal gucken, ob da überhaupt was drin ist. Das ist eine List of Clients. Und if Subscriptions try get value von ChunkIndex
gib mir mal die Clients zurück. So, und wenn das der Fall ist, erst dann können wir natürlich ein for each machen auf die Clients. Client. Und dem Client dann per Callback sagen, send entity update. So, und hier drinnen ist das Update natürlich von der Entity abhängig und Entity getData. GetData machen wir wieder vorher, wie immer. Byte Array Data Entity getData. Weil das machen wir ja öfter, wenn viele Spieler in der Nähe sind, dann brauchen wir das nicht jedes Mal. Gut. Achso, nicht gut. Try Catch natürlich wieder über die pauschale Exception und Handle Exception X Client. So, das sollte es eigentlich auch schon gewesen sein. Theoretisch müssten wir jetzt als Client immer die aktuelle Information von allen Entitäten in der Nähe kriegen, und zwar pro Frame, was natürlich irrsinnig viele Daten sind. Deshalb müssen wir uns hier mal überlegen, ob die Update-Domain hier ein bisschen regulieren sollte und vielleicht nur alle 10 Frames oder nur alle, ich weiß ja nicht so genau, also dass die Update-Domain vielleicht mitspeichert, wann das letzte Update passiert ist oder überhaupt in der Loop mitzählt und sagt, ach, ich schicke nur alle 10 Frames Daten. Wäre natürlich eine Möglichkeit. Ich glaube, das ist die einfachste Möglichkeit jetzt irgendwie. Ja, das mache ich mal ganz schnell. Private int frame. Private int keyframe. Sagen wir mal, alle 10 Frames ist ein Keyframe. Wir zählen hier den Frame immer wieder hoch. Ja, da sollten wir vielleicht einen Long nehmen am Ende. So, und hier machen wir einfach eine Prüfung auf if frame modulo keyframe gleich 0. Nur dann machen wir ein Update. Falsch, 0. Wir fangen erstmal mit der Hardcore-Variante an und dann können wir ja gucken, wie sehr es ruckelt, wenn wir dann das so krass machen und wie sehr die Sprünge sind der Spieler, wenn man es pro Sekunde oder so macht. Das müssen wir einfach mal ausprobieren. Nur ich möchte es gleich schon mal drinnen haben, damit wir es nachher im Stream oder so auch richtig testen können. Gut. Wollen wir mal gucken, was passiert. Achso, wir müssen natürlich auch am Client, bevor ich jetzt hier Mist mache, an der Client-Komponent müssen wir natürlich die Daten auch verarbeiten. Das tun wir nämlich im Moment noch nicht. Send Entity Update. Da an der Stelle. Jetzt müssen wir erstmal das Entity finden. Das kriegen wir. Machen wir das nicht hier sowieso irgendwo? Remove hier, machen wir das schön. Das interessiert uns nicht. Wir versuchen. Ach, wir machen das ja so kompliziert. Wie bescheuert eigentlich. So. Das brauchen wir. Bisschen umständlich ist es schon, zugegeben. Und dann haben wir die Entity und können setData machen. Data. So. Das kompiliert und wir schauen mal, was passiert. Der erste Client ist da. Und wir haben das erste Problem beim Update. Wobei ich jetzt an der Stelle echt so frech wäre und sagen würde, dann eben nicht. Also wenn beim Update zum Beispiel der Chunk nicht gefunden wird oder die Entity nicht gefunden wird, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Erstmal. Weil das Update interessiert mich tatsächlich nicht. Bin ja schon froh, dass die anderen Sachen relativ stabil funktionieren. So, los geht's.
Ja, wir haben ein großes, großes Datenaufkommen, wie mir scheint, weil der Singleplayer alleine schon sich weigert, überhaupt noch irgendwas zu machen. Okay, also in jedem Frame diese Datenmengen zu senden, ist offensichtlich Irrsinn. Ganz kurz gucken, was der gute Taskmanager so macht. Ja, gut. Okay, ja, gut, wir sehen ja leider im Netzwerk jetzt nicht unbedingt viel. Ja, also wir haben quasi Freeze hier. Zu viele Daten, ganz offensichtlich zu viele Daten. Also versuche ich das mal in der Update-Domain ein bisschen zu regulieren und zu sagen, mach mal nur alle 60 Frames. Gucken, ob das immer noch zu krass ist. Und vor allem können wir die Daten mal noch ein bisschen regulieren, würde ich vorschlagen. Jetzt habe ich das Problem, das da bin ich selber. Ja, aber das sieht ganz gut aus. Ich mache das jetzt mal hier gleich wieder im zweiten Client. Ich werde auch gleich die Daten noch mal ein bisschen optimieren. Neue Instanz starten. Das geht natürlich wieder nicht. Ach, leck mich doch am So, ich habe am zweiten Monitor jetzt gerade das Ding offen. Chunks werden geladen. Ich sehe mich wieder selber. Das sollte man vielleicht mal rausfiltern. Weil sich selber zu sehen ist ein bisschen doof. Chunks werden aufgebaut. Ich stelle mich mal oben auf den Berg und dann kann man mit dem anderen Client mal hingucken. Das passiert hier. Fly Mode. Wofür haben wir den denn? Ha! Hallo! Da steht er. Was war da hinten? Okay, da bin ich. Sehr schön. Das funktioniert also schon mal. Nicht schön, nicht schnell. Also ich mache das mal kurz hier auf dem anderen Client. Also ich drehe mich da jetzt ein bisschen und bewege mich. Jetzt haben wir natürlich dieses Sekunden-Update. Aber ich denke, dass das ein akzeptables Ding ist. Hüpfen kann man nicht sehen. Man sieht sich selber manchmal. Das ist ein bisschen blöd. Wenn man. Naja, gut. Also das läuft sehr gut. Ruckelt wie Sau halt. Aber das Ruckeln ist jetzt nicht, weil das Spiel langsam ist, sondern das Ruckeln stammt ganz klar. Also ich habe den Client übrigens zugemacht. Okay, jetzt verschwindet der. Aber wir haben eine Exception. Send Entity Remove. Okay, also ich werde jetzt hier überall diese Throws, die ich da reingemacht habe, mal ganz, ganz, ganz entspannt sagen, ist uns egal. Weil wir wollen ja was sehen und wir wollen ja ein bisschen arbeiten. Deshalb würde ich sagen, fürs Erste nehme ich die mal raus, damit wir in Folge 300 ein bisschen rumhüpfen können. Ich werde sie bei Gelegenheit dann auch nochmal richtig einsortieren. So, das kann natürlich alles passieren, dass die Sachen nicht da sind. Das wäre natürlich vernichtend für ein Live-System, aber zum Testen geht schon. So, Entity Update. Auch da machen wir mal kurz. Wir machen hier keine Checks. Okay, die Checks machen wir wegen dem hier. Das ist schon okay. Dafür war das nicht gemeint. Das war nur, falls jemand Entities plötzlich einführt, die per Mod kommen und nicht existieren. Also nicht an dem Client hier. Gut. Machen wir das letzte noch. Das letzte sind die Block-Updates. Diese Dinger hier. Also die Info, wenn jemand einen Block einfügt oder entfernt. Das fände ich ganz wichtig, weil dann können wir nämlich im Multiplayer Modus richtig miteinander spielen und darauf kommt es mir ja eigentlich an. Ich gucke nur ganz nervös immer wieder auf die Uhr, weil heute Abend der Stream ist und ich diese Version hier noch fertig kriegen will. So, dann können wir ja mal das hier zusammenfassen. Das sind ja wieder die Block X, Chunk X. Warum habe ich das? Ach so.
Richtig, das hatte ich ja so gemacht. Dann machen wir das anders. Dann machen wir das nämlich auf Index 3. Chunk Index. Das macht mehr Sinn, finde ich. Index 3, Block Index. Same hier. Blended bleibt gleich. Chunk können wir per Index 3 Chunk Index nehmen. Die Block Index eh klar. Und bei Full Name, da haben wir wieder das Problem mit dem. Müssen wir mal gucken, wie wir da unsere Block Definition rauskriegen. Block Index. So. Ich lasse das erstmal so. Das kopiere ich mal, weil das Interface ja natürlich anders ausschaut. So, das ändere ich mal ganz kurz hier drin. Block Update. So aus. Ich bin mal so frei und mache das hier weg. Und das schaut dann auch so aus. Und dann sparen wir uns ein paar Kommas. So, benutzt haben wir es eh noch nirgends. Deshalb alles halb so schlimm. Und ja, effektiv würde das im Actor-Host passieren. Genau, aber wir müssen natürlich im Server wieder die entsprechenden Methoden zur Verfügung stellen. Internal Void Remove Block. Da brauchen wir die ganzen Infos. Ja, im Prinzip dieselben habe ich das bestimmt noch im Zwischenspeicher. Easy. Und dann haben wir noch Adblock. Da brauchen wir dann ein paar Infos. Weiß noch nicht genau, wie wir das machen. Und was wir da zur Verfügung haben vor allem. Ich denke mal, da kommt noch iBlock Definition oder so. Block Definition. Und da müssen wir mal gucken, wie wir die dann nachher hübsch nach draußen kriegen. So, also wir müssen im Actor Host entsprechend jedes Mal, wenn wir einen Block einfügen, das dem Server sagen. Das passiert nicht hier, das passiert auch nicht hier. Das passiert bei der Block Interaction, nämlich hier, wo wir einen Block einfügen bzw. entfernen. Last Interact sorgt dafür, dass was passiert? Wir fügen einen ein Slot, Inventory Slot, nein, Amount. Nee, wir haben einen weggenommen. Last Interact, also das hier nimmt den Block weg. Ist das richtig? Ich suche gerade die Stelle, wo das passiert. Set Block, da. Und Value 0. Alles klar. Gut. Also der hier entfernt den. Dementsprechend sagen wir hier dem Server. Übrigens, Remove Block. Planet ist. Jetzt wird's spannend. Wo sind wir im Actor Host? Player.planet. Position.planet. Entschuldigung. Last Interact Value. Okay, was steckt denn in Last Interact? Was ist denn da drin? Get Block. Aber hier ist der ultimative drinnen, ne? Die ultimative. Wie kriegen wir das denn jetzt hier in Block und Chunk aufgeteilt? Last Local Chunk. Wo kommt denn der Local Chunk? Achso. Get Block. Schön, dass wir das so hübsch abstrahiert haben. Aber am Ende des Tages ist es natürlich ein Scheiß, weil. Achso, wir müssen gar nicht viel machen. Ja, doch, wir müssen trotzdem rausfinden, welcher Chunk. Machen wir natürlich mit hübschen Bit-Operationen. Kriegen wir hin, kriegen wir hin. Die Frage ist nur, packen wir das jetzt hier rein oder? Nee, das machen wir hier rein. Okay, lass mich ganz kurz nachschauen. In der Implementierung von Last, nee, Local Chunk Cache haben wir doch ein GetBlock irgendwo. GetBlock. Und da ist diese Operation drin. GetBlock. Diese hier. Das ist die Koordinierung für den Chunk. Das ist natürlich alles ein bisschen doof. Dann machen wir das anders. Dann machen wir hier drinnen nur den
Index und ermitteln hier raus dann die ganzen anderen Daten, weil dann können wir das hier schön zentralisiert machen. Index 3 ist Chunk Index New Index 3 ergibt sich aus dem da und dem da und dem da. Und Index 3 Block Index ist dann. Haben wir doch bestimmt auch hier drinnen. Get Block. Chunk getBlock. Hab's gleich. So, warum passt das jetzt hier wieder nicht? Achso, das ist noch der falsche. Die falsche Konstruktion. Ach, oh, die Folge ist zu Ende. Achso, weil. Wo kommt denn Chunk Limit her? Ist eine Konstante. Ach ja, Index X, Index Y, Index Z. Warum? Achso, X, Y, Z. So, dann müssen wir jetzt hier noch. Wie kriege ich das auf die Schnelle hin? Es geht um das da. Die Chunk Size. Die kommt von. Limit ist es wahrscheinlich, ne? Ne, Limit ist 5. Ah, ziemlich smart. Okay, so können wir es machen. Limit X ist die. Chunk Size, schön, dass das hier nochmal separat drin steht. Ist natürlich auch Quatsch. Achso, nee, ist ja, passt ja. Komm schon. New Index 3. Index X. Und 1. Super. Minus 1, richtig? Was ist minus 1 nochmal? Muss man mal nachschauen. Flat. Schön, dass ich mich ja jetzt mit sowas auseinander. Ja, passt. So, dann haben wir hier noch das. Y, Z. Limit. Achso, natürlich geht das so nicht. Chunk.limit X. Das ist Y auf Chunk.limit Y und zuletzt Z und dann hätten wir das auch. Limit Z. Folge ist schon lange zu Ende. Schon lange. Z. Gut, jetzt haben wir das alles, was wir hier brauchen. Planet ist eh klar. Und jetzt senden wir den ganzen Rotz nochmal. Alles ganz, ganz easy. Hier. Wir locken die Subscriptions, suchen uns die Clients, die uns interessieren. Und zwar auf Basis vom. Meine Fresse! Oh Mann! Planet Index 3. Index 3, da wird nämlich jetzt gefragt nach einem Planet. Planet und dann ein. Index 3. Haben wir jetzt alle Klammern? Nein, da muss noch ein Klammer. Okay, die Entity gibt es hier nicht, weil wir keine Data senden. Wir senden nur Send Block Remove.
Und Block Remove will jetzt wieder alles auseinandergenommen haben. Naja, natürlich. Planet und den Chunk Index natürlich auch. Oh Gott. Was haben wir uns dabei gedacht mit diesem ganzen Rotz hier? Chunk Index. Chunk Index. Entschuldigung. Block Index. So. Dann ist das auch erledigt. Und denselben Scheiß haben wir ja auch bei Adblock. Nur, dass die Sachen jetzt einfach alle anders heißen. Achso, das machen wir hier ganz genauso. Index. Easy. Wir müssen nur gucken, ob die Daten jetzt auch die sind, die wir brauchen können oder die wir hier haben. Was ist denn jetzt dein Problem schon wieder? Remove Block. Habe ich doch gerade geändert. So. Was ist denn? Ich ignoriere das jetzt, weil eigentlich habe ich das gerade geändert. Die Folge ist zu Ende. Wir machen das morgen. Wir sehen uns. Bis dann.